Und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Baby-Minimalismus-Video. Denn ich bin ja auch gefragt worden danach, was ich denn an Baby-Ausstattung da habe. Ich habe bisher nur ein Video darüber gemacht, welche Klamotten die Lilly hat, aber nicht, was sie an sonstigen Sachen noch hat. Und auch das ist nicht viel und ich will euch das nicht vorenthalten und damit auch nochmal ein Video darüber drehen. Aber bevor wir dazu kommen, was Lilly alles an Sachen besitzt, sie schläft übrigens gerade auf meinem Bett. Und ist sehr friedlich, was sie gestern nicht war, weil sie vorgestern die Rota-Impfung bekommen hat. Sie ist das erste, also es war jetzt die erste Impfung, die sie überhaupt bekommen hat. Und ich glaube, das war ein bisschen Nebenwirkung, ein bisschen Lätschigkeit und so weiter. Naja, bevor wir dazu kommen, will ich nochmal darauf hinweisen, dass mein Raus aus der Lustfälle-Programm, mein geleitetes Programm zur Therapie von Esssucht und emotionalem Essen, wieder am 5. September startet. Jetzt gerade ist es wieder buchbar. Und zwar noch bis nächste Woche Mittwoch. Wer mehr darüber wissen will oder das Buch, mein Buch gelesen hat und denkt, ja, habe ich ausprobiert, kann ich nicht alleine und so weiter. Also hier für Leute, die noch Unterstützung brauchen, für die ist dieses geleitete Programm empfehlenswert, wo sie nochmal an die Hand genommen werden, wo gleichzeitig gestartet wird. Wo man dann als leicht Übergewichtiger in 3 Wochen 4 Kilo verliert, ohne irgendwelchen Verzicht. Und ohne irgendwelche Gelüste und so weiter. Näheres gerne auf www.silke-rosenbusch.de/Lustfalle. Da kann man sich alles dazu durchlesen und auch buchen. Ganz unten natürlich. So, und jetzt kommen wir zu Lillys Sachen. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich noch weniger Sachen für mein Baby gekauft habe, als der Frugalist Oliver Nölting für seine Tochter. Denn der führt exakt Buch darüber. Jetzt wird sie knöterig. Der führt exakt Buch darüber, was er an Ausgaben für sein Kind macht und eben dann auch, was er kauft. Und deswegen kann man das einsehen und ich habe weniger. Zum Beispiel habe ich keine Wickelkommode, denn ich habe einfach nur zwei wasserfeste Unterlagen, die ich auf mein Bett lege, also im Austausch. Man kann die waschen jeweils. Eine habe ich davon jeweils im Gebrauch, die liegt den ganzen Tag auf dem Bett, so kann ich die Lilly dann wickeln, wenn es Wickelung bedarf. Wovon ich euch auch schon erzählt habe, ist natürlich der Maxi-Cosi, den ich mir anschaffen musste, obwohl ich kein Auto habe, weil ich das Kind aus dem Krankenhaus nach Hause transportieren musste, im Auto. Den habe ich bei eBay gekauft für 24 Euro, glaube ich, war das hier bei mir direkt um die Ecke, also eBay Kleinanzeigen war das. Und den habe ich jetzt zweimal benutzt. Zweimal, um zum Krankenhaus zu fahren, beziehungsweise einmal, um vom Krankenhaus mit der Lilly zum Krankenhaus, vom Krankenhaus wegzufahren. Und einmal, damit ich zum Krankenhaus kann, um die Geburtsurkunde zu beantragen, was eine Woche später war. Da hat mein Vater uns dann gefahren. Ja, dann hat Lilly unabhängig von Klamotten 30 Stoffwindeln etwa. Das sind hier diese Mullwindeln, Tücher einfach. Also ich habe nicht irgendwelche Sachen mit reinlegen und All-in-One-System und diesen, das ist überfordert mich maßlos, was es alles an unterschiedlichen Stoffwindelsystemen gibt. Ich wollte einfach nur die Mulltücher haben und dann nur Überhose drüber. Davon habe ich jetzt zwei Überhosen. Ich hatte eigentlich drei. Die habe ich auch gebraucht, bei eBay gekauft. Eine davon, ich weiß nicht genau, ob ich die, also die sind waschfest bis 80 Grad. Ich wasche auf 60 Grad. Aber irgendwie ist die eine bei 60 Grad. Entweder war es schon vorher so, weil jemand anders die oder die Vorbesitzerin die heißer gewaschen hat. Jedenfalls hat sich da eine Schutzschicht, eine Plastik, Polyester, ich weiß nicht genau, was es ist, Schutzschicht gelöst und diese Überhose ist nicht mehr dicht. Also habe ich nur noch zwei, die ich gerade wechsle. Das kann sein, dass das nicht ausreicht. Aber da ich erfahrungsgemäß jetzt jeden zweiten Tag wasche mit Stoffwindeln, was damit zusammenhängt, dass mehr Wäsche auf meinen Wäscheständer nicht draufpasst und in meinem Wäschesack auch nicht reinpasst. Also das passt genau. So viel Wäsche, wie ich habe, passt auch auf, also wie viel in meinen Wäschesack passt, passt auch auf meinen Wäscheständer. Und der ist jetzt mit Kind nach 2 Tagen voll, nicht mehr nach 4 Tagen, wie es vorher war. Ich alleine. Also, ja, 30 Stoffwindeln, 2 Überhosen. Dann habe ich 2 Schnuller gekauft. Ich wollte eigentlich ohne Schnuller zurechtkommen, weil ich dachte, okay, man muss sich die ja auch wieder abgewöhnen. Also das Kind muss sich das ja auch wieder abgewöhnen. Und ich finde es immer gut,
sich gar nicht erst zugewöhnen, bevor man sich wieder abgewöhnen muss. Aber so ein Schnulli ist doch einfach wahnsinnig praktisch. Besonders dann, wenn das Kind genauso wie jetzt so Knörtergeräusche macht. Also die Schnuller ist eigentlich nicht für das Kind, sondern er ist eher für die Eltern, weil damit kann man halt diese Geräusche ausstellen. Ah, das ist mir fast ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber es ist halt einfach, wenn ich versuche, abends einzuschlafen zum Beispiel und sie macht diese Knötergeräusche, die halt nicht, das ist einfach diese Babygeräusche, dann kann ich schon nicht einschlafen. Ich bin in der Regel müder, sowohl als Romy als auch Lilly, denn die kriegen tagsüber Schlaf, ich nicht. Ja, und dann kann ich diese Geräusche ausstellen. Oder gegebenenfalls eben auch Unzufriedenheitsgeräusche. Also Schnuller rein und dann ist das Kind zufrieden. Das mache ich in der Regel also meistens für mich. Für sie stille ich. Für sie laufe ich durch die Wohnung und rede ihr gut zu. Für sie mache ich Geräusche. Für sie spiele ich Flugzeug mit ihr. Aber den Schnulli, den benutze ich in der Regel für mich. Damit ich meine Ruhe habe. Ja, das ist mir ein bisschen peinlich. Habe ich noch nie gehört, dass Eltern sowas von sich geben. Vielleicht bin ich da die Einzige, die das so macht. Naja, okay. Zwei Schnullis habe ich, wie gesagt. Den ganzen Tag im Einsatz ist quasi Lillys Kuscheldecke. Denn sie hat ja nur kurzarmige Bodies und kurzbeinige. Also ist sie dann in der Regel immer noch mit einer Decke bedeckt oder in eine Decke eingehüllt. Und ja, die ist dann natürlich auch ein weiteres Accessoire. Die habe ich eben übrigens auch geschenkt bekommen. So, dann hat sie, was sie jetzt noch nicht nutzt, einen Spielbogen, der leider auch nicht richtig funktioniert, weil den habe ich auch gebraucht bei eBay gekauft. Der kostete mich 8 € und das Ding steht nicht so richtig. Es kommt aber nächste Woche der Opa vorbei, der ja Handwerker ist, und der kann da vielleicht noch irgendwas dran richten. Also ich habe sie schon mal auf die Decke draufgelegt, unter den Spielbogen, weil ich denke, es ist pädagogisch wertvoll, dass das Kind halt irgendwie andere Eindrücke bekommt. Aber mit 6 Wochen war das noch nicht so das Wahre. Ich glaube, das kommt ein bisschen später, vielleicht mit 2, 3 Monaten, aber da sind wir noch nicht. Aber jetzt haben wir schon mal den Spielbogen, den der Opa natürlich nochmal gegebenenfalls reparieren kann. Was haben wir noch? Ein Tragetuch? Das Tragetuch? Ist da, brauche ich jeden Tag in der Regel mindestens ein, vielleicht auch zweimal, ist auch eine Sache, womit ich einfach planen kann. Dann und dann brauche ich das Kind ruhig, bei einem Babymatna zum Beispiel, dann kann ich sie ins Tragetuch stecken. Es ist in der Regel in 99% der Fälle so, dass sie dann sehr schnell ruhig wird. So, und ich unterbreche. Das war genauso ein Schnullifall. Ihr ist das Schnulli aus dem Mund gefallen und dann wurde sie knöterig und dann wurde sie lauter und war kurz vorm Weinen. Ich musste nur kurz hingehen, Schnuller wieder reinstecken, sie hat die Augen wieder zugemacht und jetzt ist sie wieder friedlich am Schlummern. Das ist der Nutzen eines Schnullis. Okay, ich habe auch nicht mehr viel. Dann haben wir noch Körperpflege. Eine Nagelschere habe ich gekauft, kürzlich. Dann habe ich Pröbchen von Hip und Weleda Körperöl, weil das ist alles, was man Babys auf die Haut schmieren soll. Bisschen Öl. Sie hat nach der Geburt ein bisschen geschuppt, was wohl alle Babys haben, was auch total logisch ist, weil du ja erstmal mit einer Haut geboren wirst, die an Fruchtwasser angepasst ist. Und dann kommt hier plötzlich eine völlig andere Atmosphäre an die Haut dran, sodass die sich dann nochmal gepellt hat. Also haben wir da hier diese Öle drauf geschmiert. Ich finde sie beide gut. Würde sie beide aber wahrscheinlich nicht neu kaufen, weil auch Olivenöl einfach geht. Und der Papa von der Lilly, der hat ja ganz, ganz viel Olivenöl aus Kroatien mitgebracht, was ich ja in der Regel nicht esse. Können wir alles auf das Baby schmieren. Ja, und dann noch abschließend, wo wir bei der Hautpflege sind. Wir haben sie jetzt endlich zum ersten Mal gebadet und zwar auch das in kroatischem Olivenöl sowie Muttermilch. Die Hebamme wollte eigentlich, dass ich normale Milch nehme. Also sie fragte halt, hast du Milch zu Hause? Weil Milch und das Öl zusammen im Wasser sorgt dann dafür, also in der Milch sind dann halt Substanzen drin, beziehungsweise irgendein Emulgator, der das Öl dann auch mit dem Wasser sich verbinden lässt. Und nur Öl, ne, ist ja hydrophob in Wasser. Da ich aber keine Milch habe, weil ich vegan bin, habe ich meine eigene Milch genommen. Also ich habe keine Kuhmilch zu Hause. Ich hatte noch eingefrorene Muttermilch.
die ich dann aufgetaut habe, Schuss davon ins Badewasser, Rest wieder eingefroren. Dadurch, dass Lilly die ja nicht trinken soll, sondern die nur zum Baden ist, kann man das da machen. Ja, genau, Baden. Zum Baden habe ich ein Babyhandtuch von meiner Schwester geschenkt bekommen, deren Tochter ja jetzt irgendwie 8 wird. Also schon ein bisschen alt. Dann habe ich einen Waschlappen neu gekauft. Und dann habe ich auch noch ein Badethermometer, ebenfalls von meiner Schwester bekommen. Und das ist alles. Das ist alles, was ich für Lilly entweder angeschafft habe, geschenkt bekommen habe, oder bei eBay. Wobei, lass mich überlegen. Ist irgendwas davon neu? Die Nagelschere und der Waschlappen. Alles andere ist gebraucht oder geschenkt. Die Stoffwindeln waren neu, hat mir aber jemand geschenkt. Ja, und ihr seht, das war nicht teuer. Also Babys müssen nicht teuer sein. Ich habe kein Babybett. Sie schläft bei mir im Bett. Ich achte sehr, 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 sehr darauf, wie man ein Kind sicher im Familienbett schlafen lässt, um einen plötzlichen Kindstod halt zu vermeiden. Also ohne Stofftiere, möglichst weit oben im Bett, möglichst weg von Decken und Wäsche und sonst was, weg von dem Kater. Ich schlafe nicht mehr mit offenen Haaren, was ich vorher gemacht habe. Also alle diese Sachen, die irgendwie ein Kind in die Gefahr bringen können, dass ihm die Luftzufuhr irgendwie abgeschnitten wird, da achte ich regelrecht zwanghaft drauf, dass das nicht passiert. Kinderwagen habe ich auch nicht angeschafft, weil die meisten Mütter mir halt gesagt haben, rückblickend hätte ich keinen gekauft. So, also versuche ich mit dem Tragezug zurechtzukommen, was auch ganz gut funktioniert. Eigentlich bin ich beim Einkaufen immer ein bisschen langsam. Aber die Kassiererin haben in der Regel sowohl bei Aldi als auch bei DM viel Verständnis dafür. Auch bei Rewe, nein, ich will jetzt irgendwie nicht. Überall. Überhaupt nehmen Leute, abgesehen von Rentnern, gut Rücksicht auf einen, wenn man irgendwie ein Baby dabei hat. Die Rentner, also ich. Vielleicht sind noch nicht alle so. Aber ich gehe immer gleichzeitig wie die Rentner einkaufen, weil hier auch ein Altenheim in der Nähe ist, beziehungsweise eine Seniorenresidenz. Und ja, die sehen das gar nicht, dass ich da mit Kind unterwegs bin. Die gehen einfach Scheuklappen ihrer Wege, sodass ich immer denke, ach meine Güte, meine Güte. Jüngere Leute nehmen besser Rücksicht auf Frauen mit Kindern. Da kommen jetzt wieder Hasskommentare, ich weiß. Da kommt jetzt ein Shitstorm. Silke, warum bist du so asozial zu Rentnern? Okay, nee. Standard habe ich halt einfach nicht gekauft. So, jetzt ist der Schnulli wieder rausgefallen. Das heißt, wir sehen uns Freitag wieder zu einem Frag Silke. Und ich gehe jetzt ganz schnell dahin. Und wer sich aus der Esslustfalle befreien muss, www.silke-rosenbusch.de/Lustfalle. Bis dann, ciao.